Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge, Nachbehandlung von Operationen, Verletzung der Hornhaut. Es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge, den Wirkstoffen nach. Und es geht um ein auch geeignetes Medikament, das ist ein Anticholinergikum. Und das ist Atropin konserviert und das ist auch geeignet bei Entzündungen der Augeninnenhäute, in Klammern beispielsweise der Regenbogenhaut, Klammer zu, und nach Augenoperationen, um zu verhindern, dass die Augeninnenhäute mit der Linse verkleben. Konservierungsmittelfreie Präparate sind vorzuziehen. Ich lese vor. Anticholinergikum, in Klammern Augentropfen. Atropin gehört in die Gruppe der Anticholinergika. Am Auge führt deren Anwendung dazu, dass der Muskel erschlafft, der die Pupille verengt. Dadurch öffnet sich die Pupille so weit wie möglich. Etwa 30 Minuten nach dem Eintropfen hat sie ihre maximale Weite erreicht und bleibt bis zu 2 Tage weitgestellt. Erst im Laufe einer Woche stellt sich ihre normale Größe wieder ein. Atropin, in Klammern konserviert, die Bewertung hellgrün, auch geeignet bei Entzündungen der Augeninnenhäute, in Klammern beispielsweise der Regenbogenhaut, Klammer zu, und nach Augenoperationen, um zu verhindern, dass die Augeninnenhäute mit der Linse verkleben. Konservierungsmittelfreie Präparate sind vorzuziehen. Der erläuternde Text. Atropin wird als Begleittherapie bei einer Entzündung der inneren Augenhäute verordnet. Für diese Anwendung ist es geeignet. Da die hier aufgeführten Augentropfen mit Atropin aber konserviert sind, werden sie als auch geeignet bewertet. Konservierungsmittel können bei längerem Gebrauch die Augen schädigen. Zubereitungen ohne Konservierungsmittel sind vorzuziehen. Wichtig zu wissen: Wegen der Lähmung der Pupillenmuskeln kann sich das Auge nicht mehr ausreichend vor Helligkeit schützen. Die Folge: Sie sind licht- und blendempfindlich und können Gegenstände nicht mehr scharf sehen. Solange die Beeinträchtigungen anhalten, dürfen Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Atropinhaltige Augenmittel können während der Behandlung zu einer unangenehmen Mundtrockenheit führen. Darüber hinaus können beim Wasserlassen Beschwerden auftreten, die bei Männern mit einer vergrößerten Prostata bis zum akuten Harnverhalt gehen können. Darüber hinaus können beim Wasserlassen Beschwerden auftreten, die bei Männern mit einer vergrößerten Prostata bis zum akuten Harnverhalt gehen können. Durch Atropin kann sich der Augeninnendruck in seltenen Fällen so erhöhen, dass ein akuter Glaukomanfall ausgelöst wird. Dabei sind die Augen gerötet und die Pupillen geweitet. Die Augäpfel fühlen sich hart an. Dann müssen Sie unverzüglich einen Augenarzt oder die nächste Notfallambulanz aufsuchen. Wird ein solcher akuter Glaukomanfall nicht sofort behandelt, können Sie erblinden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Augenmittel mit Atropin können auch bei Säuglingen und Kleinkindern ab 3 Monaten eingesetzt werden. Allerdings ist eine vorsichtige Dosierung geboten. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Während der Schwangerschaft, insbesondere in den letzten 3 Monaten und während der Stillzeit, sollte der Arzt über die Anwendung entscheiden.
Es geht weiter mit Bribocatol, Augensalbe unkonserviert, und die ist grün bewertet, geeignet bei Bindehautentzündung und vor allem bei Entzündungen der Lidkante. Die Salbe beeinträchtigt aber die Sehfähigkeit. So.